Das private Puppenmuseum Falkenstein in Hamburg. Ein liebevoll ausgestattetes Museum, begeistert mit einer Sonderausstellung Jung und Alt, denn ein Idol wird 50. 1959 hat die Barbie-Puppe ihren Siegeszug in die Kinderzimmer der Welt angetreten. Sie ist das meistverkaufte Spielzeug aller Zeiten. Die US-Firma Mattel entwirft jährlich ungefähr 150 neue Modelle und passt ihr Aussehen der herrschenden Mode und dem Zeitgeschmack an. Von Anfang an hat das Phänomen Barbie und ihre umstrittene traditionelle Rolle auch die Medien beschäftigt. Die Barbie-Puppe hat einen deutschen Ursprung. In Amerika wurde sie auf der Spielzeugmesse vorgestellt von Handlers, die Gründer von Mattel. Und ihr deutsches Vorbild war ja eben die Lilli-Puppe. Und die Lilli-Puppe wiederum war die Fortsetzung der Zeichnungen von Lilli in der Bild-Zeitung. Und eben jene Lilli-Puppe fand Ruth Handler, die Firmenchefin, auf einer Reise in der Schweiz. Und sie kaufte diese Puppe und benannt wurde sie dann im amerikanischen Sektum nach Barbara, ihrer Tochter Barbie. Und dann einigte man sich offensichtlich hier mit dem deutschen Hersteller und Mattel erhielt die Rechte, diese Puppe zu produzieren. Und wir zeigen ja hier auch in der Ausstellung, wie sehr die erste Barbie von 59 eine Entsprechung ist der deutschen Lilli. Also ein deutsches Mädchenwunder wieder mal. Barbie ist immer aktuell, top gestylt, sie trägt modernste Mode und Frisuren, alle Accessoires sind zeitgerecht und naturgetreu. Nicht nur Modestile, auch geschichtliche Figuren gibt es. Romeo und Julia, Red Butler und Scarlett O'Hara und Professor Higgins und Eliza. Aber Barbies Leben erfährt viel Kritik. Nicht nur den Müttern, sondern auch der Emma-Bewegung, das heißt Feministinnen, hatten natürlich ganz große Schwierigkeiten mit Barbie. Also ich verstehe das zum Teil. Und dann ist noch etwas, was sicherlich problematisch ist, wenn man es dann als solches titulieren will, aber man kann es durchaus skeptisch betrachten, das ist dieser Anreiz des Konsums. Das heißt, Barbie kam auf den Markt mit einem kleinen Badeanzug, und dann der Option ihrer großartigen Garderobe. Das heißt, man musste hier mal naschen, man musste hier ergänzen. Das heißt, besonders die Mütter waren gefordert, immer diesen Wünschen nachzugehen und zu kaufen. Barbie spaltet die Betrachter in leidenschaftliche Fans und vehemente Gegner. Ihre modische Garderobe symbolisiert für Teenager das Erwachsensein. Schon früher war das Puppenspiel ein Rollenspiel. Ja, im Grunde genommen, so begann die Puppen. Die Puppen waren kleine, nachgemachte Erwachsene, nicht? Sie waren im Grunde genommen Modepuppen immer schon gewesen. Das heißt, meine frühesten Puppen hier im Museum aus dem 18. Jahrhundert sind in den Proportionen, ja teilweise sogar wirklich auch mit diesem Damenhaften der Figur, absolut eine Entsprechung der Barbie-Puppe. Also so neu ist es nicht. Eigentlich war in der Geschichte der Puppe es eher neu, als Käthe Kruse um 1910 im gleichen Takt wie die anderen Hersteller ihre Charakterkopfpuppen entwickelten, nicht? Barbie in der Brautrolle in eleganten Hochzeitskleidern, immer wieder faszinierend für Mädchen. Barbie wurde international, ob japanisch, russisch oder indianisch. Barbie ist überall zu Hause, aber ist Barbie auch emanzipiert?
Jein. Ich glaube, da ist genau diese Schnittstelle auch, dass die Bewegung der emanzipierten Frauen sich ja vorstellten, dass so ähnlich wie die ersten Suffragetten total sich abkehrten von dem, was Weiblichkeit und Schönheit ausmacht. Und ich glaube, da ist es genau dieser Punkt, der missfiel. Barbie war einfach ein Sexsymbol. Barbie war immer sexy, egal was sie tat. Wir haben hier in der Ausstellung, das ist natürlich schon etwas paradox, muss man auch sagen, Desert Storm. Und natürlich ihr Barett sitzt total richtig. Und so ein Dress ist dann absolut fashionable, nicht? Aber ich finde es auch immer ein bisschen bigott, weil im Grunde genommen, das haben sicherlich die emanzipierten Frauen und ich gehöre durchaus dazu, weil ich im Grunde genommen immer ohne Netz gearbeitet habe, meinen Beruf hatte, aber es schloss ja nie aus, dass man dabei auch gut aussehen konnte und modisch sein konnte. Und insofern finde ich, das schließt einander nicht aus. Und das haben jetzt mit den Jahren, also in den 60er waren das noch ziemlich, wenn wir uns daran erinnern, wie die ersten Grünen im Bundestag saßen und strickten. Und auch dort ist man weg von diesem, in Anführungsstrichen, alternativen Look. Also man muss nicht schlampig und hässlich aussehen und kann trotzdem Karriere machen. Also da hat sich, glaube ich, sehr viel auch gewandelt. Emanzipation wird heute anders verstanden. Man muss nicht sagen, entweder oder. Entweder du machst Karriere und siehst so aus, dass dich auch ja nie ein Mann anspricht. Das hat sich, glaube ich, gewandelt, nicht? Und das ist eine Frage auch des Selbstbewusstseins. Frauen können das. Yes, we can. Barbie ist in vielen Metiers zu Hause. Auf der Bühne als Ballerina, genauso wie in der Zirkusmanege als Artistin. Sie hat ihre Rolle als dumme Blondine abgelegt. Hat Barbie Karriere gemacht? Absolut, denn 1961 war sie schon Astronautin. Da war man noch nicht von Amerika zum Mond gestartet. Und sie war eben tatsächlich, das finde ich auch, ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, wer das in diesem großen Apparat von wirklich cleveren Designern, cleveren Marketingleuten bei Mattel, da ist ja ein riesiges Team, die wirklich immer am Puls der Zeit waren. So ein Produkt wie die Barbie, so professionell, das macht nicht nur einer. Das ist ein richtig gutes, cleveres, gut funktionierendes Team, nicht? Und man sieht auch jetzt durchaus, die Barbie-Puppe hat ja auch einen finanziellen Umsatzeinbruch auch erlebt und das nicht nur jetzt seit der sogenannten großen Krise, sondern bereits im Vorfeld. Und wenn ich richtig das beurteile, wenn ich das richtig sehe, dann hängt es damit zusammen, sie sind nicht wirklich am Puls der Zeit mehr. Da hat es einen Wechsel gegeben in der Geschäftsführung, bei den Designern. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Barbie. Sie war wirklich alles. Das Phänomen Barbie ist ein Spiegel des Zeitgeistes. Die Kunstfigur durchbricht die tradierenden weiblichen Rollenerwartungen und Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft und vermittelt jungen Mädchen unbegrenzte Möglichkeiten neuer Weiblichkeit. Die Barbie-Puppe ist nicht nur ein sehr kreatives Spielzeug, sondern auch ein Zeitspiegel. Ihr Erfolg ist auf ihre ständige Aktualität zurückzuführen. Barbie ist einfach ein Multitalent, ob im Beruf oder in der Freizeit. Barbies Welt ist perfekt.